Yo Freunde, was geht ab? Wir machen weiter mit einer neuen Folge. Und zwar habe ich euch versprochen, dass wir jetzt diesen scheiß Radovid killen. Ich wusste, dass es irgendwann so weit kommen wird. Und das machen wir jetzt auch direkt. Achso, übrigens hier trage ich bereits meine Katzenrüstung. Im Abendrot. Glänzt sie wunderschön. Ja, sehr geil. Das ewige Feuer wird unsere Sünden ausbrennen. So, ziemlich weit entfernt, ehrlich gesagt. Sehe ich das richtig? Wo ist er denn? Wo ist er? Ach so, ich stecke ja noch in Ochsenfurt, der heilige Scheiße. Ja, so kann es gehen, wenn man hier Nebenquests macht. Apropos Nebenquests, Andi, wenn du mir gerade zuschaust. Scheiße! What the fuck? Hier schließen sich Türen automatisch bei mir zu Hause. Auch nicht schlecht. Andi, ja, wenn du zuschaust, soll ich doch die Nebenquests hier filmen? Weil guck mal, es ist so viel passiert. Ich habe jetzt mit Keira geschlafen, gevögelt und nicht gefilmt. Dann weiß ich nicht. Habe ich einen anderen Hexer getroffen und irgendwie passieren so viele Sachen, ey. Aber andererseits kann ich auch nicht... Ich meine, wie viele Parts kommen denn hier noch? Das geht ja bis zu 200, 300, keine Ahnung. Ich krieg das Spiel nie fertig sonst. Ich weiß auch nicht. Schreib mir mal in die Kommentare, ob du Bock drauf hast. Ob ich auch diese Nebenquests filme. Müssen ja nicht alle sein, aber wenigstens so in Anführungsstrichen wichtige. Oulala, hey Baby, what's up man? Hey Chicks, want to have a big cock in your ass? In your anus? Oh, sexy time. Was für ein Lächeln, wie eine offene Wunde. Wo bin ich denn hier schon wieder gelandet? Was soll's sein? Überall Freudenhäuser hier. Da kommt Freude auf, oder? Hm. Jugend heutzutage. Alle weichen der Birne. Ich nicht. Das war's noch nicht. Es heißt, sie sei gar nicht seine Tochter. Ja, ja, auf jeden Fall, natürlich. Was soll ich glauben? Sag mal, komme ich da irgendwie runter? So. Ihren Namen ändern in Anderlingjäger. Da fällt mir gerade übelst der geile Techno-Beat ein. So. Guten Abend. Weißer ich bin hier. Wolf, willkommen in der Passiflora. Oh, kein Zeichen des Wiedererkennens in deinen Augen. Nicht wirklich. Sei gegrüßt. Keine Sorge, ich habe mich seit dem letzten Mal sicher sehr verändert. Und das war... Ach, vor ewigen Zeiten. Du und Meister Rittersporn seid mit zwei Halblingen aufgetaucht. Einfach zum Brüllen, die kleinen Typen. Wir erinnern uns bis heute an diesen Abend. Ja, tut mir leid, ich bin hier, um... Sprich leise. Ich weiß genau, warum du hier bist. Sie warten. Bitte hier entlang. Wer? Hier entlang. Meine Bitches? Nach oben. Ja, lauf zu! Naja, dann mach ich's halt alleine. Willst du deine Klamotten ordentlich waschen? Warte, das war's noch nicht. Das heißt, sie sei gar nicht seine Tochter. Ja, ja, auf jeden ja, Fall, oh. Natürlich. Der Boss wartet schon. Glauben? Der Boss wartet schon. Ah. Den kenne ich doch. Geralt, da bist du ja. Gut. Guten Abend. Du hättest einen einsameren Ort für die Planung eines Mordanschlags aussuchen können. Alle denken drüber nach und viele würden es tun. Wir brauchen keine Angst zu haben. Außerdem hat dieser Ort eine gewisse Tradition. Ist vielleicht sogar legendär. Falka hat hier ihren Aufstand geplant. Und auch König Fridaks Ermordung. Vergleichst du dich etwa mit Falka? Soweit ich mich erinnere, gibt es in Redanien kaum jemanden mit einem blutigeren Ruf. Ihre Rebellion hat den Lauf der Geschichte verändert. Das haben wir gemeinsam. Was das Blutvergießen angeht, wollen wir nur Radovid tot sehen. Es freut mich, dass du mitmachst. Ich war mir nicht sicher, ob du auftauchen würdest.
Ich habe über deine Worte nachgedacht, dass Triss und Yen nicht sicher sind, solange Radovid lebt. Das kannst du glauben. Nun, ich bin froh, dass wir uns verstehen. Und nun zur eigentlichen Sache. Meinen Mitstreiter dürftest du bereits kennen. Ross, du hier? Oh. Ehemalige Spione. Wir haben einen Verein gegründet. Du hast mal einen König beschützt. Willst du jetzt einen anderen ermorden? Ich bin nicht stolz darauf, aber in meinen Augen gibt es keine andere Lösung. Radovid hat zu oft nur seine eigenen Interessen durchgesetzt. Als Kedven um Hilfe bat, ist er einmarschiert. Als ich ihn darum bat, Vysima zu helfen, hat er mich wieder fortgeschickt. Der Krieg ist beinahe vorüber. Die Entscheidung naht. Wir müssen schnell handeln. Ich mache mir nichts vor. Nur ein toter Radovid bedeutet ein freies Temerien. Jawohl, so soll's sein. Na gut, was willst du von mir? Einer unserer Leute hat sich mit einem Informanten getroffen. Er ist nicht zurückgekehrt, aber der Plan hängt davon ab, was er in Erfahrung bringen konnte. Wir müssen ihn finden. Und du bist der beste Spürhund weit und breit. Spürhund, hm? So. Kannst du mir noch mehr sagen, wo dieser Mann zuletzt gesehen wurde, zum Beispiel? Er gibt sich als fahrender Schuster aus. Er sollte den Ponta überqueren. Das hat er wohl beim redanischen Grenzposten getan. Wir haben einen Mann dort, der sicher mehr weiß. Er nennt sich Gregor. Gut, ich rede mit Gregor. Danke. Und lenk nicht zu viel Aufmerksamkeit auf dich, wenn's geht. Denk daran, dieser Einsatz entscheidet die Zukunft. Die Zukunft Temeriens und des Nordens. Ich weiß. Ich versuch's nicht zu vermasseln. Bis dann. Wir zählen auf dich, Geralt. Vermasseln kann ich gut. Glaube ich. Niemand außer Madame Serenity und deinem Lakai. Auf der Straße, Mann. Niemand. Sie sagte, lassen dich deine Nerven entstehen. Ich bin nicht nervös. Und dass sie niemanden um ihr Leben anfleht. Dann lodern die Flammen. Und ich bin es. So, tschüss meine Vapes. Ich muss leider gehen. Wir sehen uns irgendwann anders. Es wird schon Abend. Es wird schon Abend, als gäbe es dafür einen Grund zu trinken. Ist doch scheißegal, ob es Tag ist oder Krieg oder was weiß ich was. So, knapp 1000 Fuß. Stapfen. Schauen wir mal, wo ganz genau es liegt. Ja, okay, viel zu weit. Dann nehmen wir doch die gute alte Schnellreise. Was wäre ein Mann ohne seine Schnellreise? Wahrscheinlich am Laufen, so wie Forrest Gump. Mama sagt, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. So. Komm schon, Plätze. Yeah. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind, ist es der Geralt mit seinem Kind. Ich suche Gregor. Du hast ihn gefunden. Wer bist du? Geralt von Riva. Dijkstra schickt mich. Ich habe dich erwartet. Gehen wir eine Runde. Oder wir schießen! Du hast deinen Wachposten aber hübsch dekoriert. Auf Befehl unseres barmherzigen und gnädigen Herrschers. Des guten Feuer, Königs. Tötet ihn! Was haben sie verbrochen? Der Rechte ist ein Weideler aus einem Dorf in der Nähe. Hat jemanden den falschen Rat gegeben. Die Freunde des Mannes haben ihn verraten.
Und der links wurde von seinem Nachbarn in dessen Groll der Hexerei bezichtigt. Nur Menschen, die sich gegenseitig an die Gurgel gehen. Nicht Radovids Fehler. Und wer macht die Gesetze, durch die Leute für solche Verbrechen gehängt werden? Reden wir. Ich nehme an, du weißt, warum ich hier bin? Es geht wohl um unseren Freund, den Schuster. Er ist auf dem Weg nach draußen hier durchgekommen, ist noch nicht wieder zurück. Gestern hat eine Patrouille einen verlassenen Karren abseits der Straße gesehen. Ich wollte nachsehen, ob es seiner ist, aber ich konnte hier nicht weg. Danke. Darauf lässt sich aufbauen. Leb wohl. Warte. Hast du einen Passierschein? Ohne kommst du nicht wieder zurück. Ja, ich habe einen. Gut. Viel Glück. Danke. Bis dann. Halt, oder wir schießen! Was denn, was denn? Lang lebe Radovid! Was? Ich dachte, den killen wir jetzt demnächst. Wie soll er lang leben? Das ergibt doch keinen Sinn. Ja, ich hab's immer eilig. Siehst du doch, sonst würde ich nicht so blöd rennen. Guten Tag. Guten Tag. Los, lauf! Los, lauf! Schwuchten. Passierscheine für Neuigkeiten. So. Oha, Blitze. Ja, oha. So, gibt's hier irgendwelche Anhaltspunkte? Das sieht doch nach einem Wagen aus. Der Karren sieht intakt aus. Seltsam. Ich muss mich umsehen. Vielleicht finde ich ja was. Sieh dich mit Hilfe deiner Hexensinne. Oh, da sind schon wieder irgendwelche. Ah! One hit, enemy down. Wo sein Träger wohl ist? Ein Schuh. Ich glaube, ich bin auf der richtigen Fährte. Wo sein Träger wohl ist? Was für Träger? AIDS-Träger? Ein Schuh. Ich glaube, ja. Ich bin auf der richtigen Fährte. Ja, dann. Ach so, soll ich jetzt den Schuhen. Jetzt. Soll ich den Schuhen jetzt hier folgen? Liegen hier überall nur Schuhe rum, hm? Ganz praktisch, dass auf der Minimap das Quest-Ding da mitgeht. Dann muss ich einfach nur irgendwo hinrennen. Und zack. Ist es schon irgendwo. Zeigt es mir irgendwo den Weg. Falls ich durch meine Sinne nicht weiterkommen sollte, will ich damit sagen, ne? Was macht der hier? Ah, der ist schon wieder. Den kenne ich auch noch. Hallo. Weg, Hexer, du. Schuhe sammeln ich. Das sehe ich. Ich frag mich nur, woher diese Schuhe stammen. Schuhe hier wachsen, wie Pilze. Schuhe wachsen nicht auf dem Boden. Weißt du, wer sie hier zurückgelassen hat? Rock nicht reden, sonst Ärger mit Ock und Pock. Ock und Pock, sind das deine Freunde? Findergroße, Ock und Pock. Menschenfinder auf Karren mit Großschuhe. So groß. Was haben sie mit diesem Menschen gemacht? Ock, Pock, Mann zur Höhle bringen. Dort. Habt ihr ihn gefressen? Nein. Knochenmann, Dünnmann. Bäh. Ock sagen Mann Schuhe machen. Für Ock, Pock und Rock Schuhe machen. Bis dann. Nähe muss eine Trollhöhle sein. Eine Trollhöhle. Gehen wir mal Ock, Pock, Klock und Sock und Zock suchen. Finde die Trollhöhle, ja. Bin ich ja schon drin. Wenn euch jemand auf den Sack geht, müsst ihr ihn nicht gleich töten. Das ist verdammt nochmal nicht das Einzige, was ich tun kann. Aber
Taler? Ich hätte es wissen müssen. Niemand sonst hätte den Trollen das Blut beigebracht. Geralt! Mensch, das ist ja eine verdammte Ewigkeit her. Wer sein? Ganz ruhig, Ork. Dieser Mistkerl ist ein alter Freund von mir. Freund, Alter, gehen! Sonst wir werfen in Suppe! Ich wäre wirklich nur ein zäher Biss. Das stimmt. Seht ihn euch an, den verdammten Bastard. Nichts als Haut und Knochen. Nun, liebe Trolle, muss ich weiterreisen. Ihr übt, was ich euch beigebracht habe. Nächstes Mal gibt's eine Scheißprüfung. Taler nicht gehen, Taler sitzen. Arsch runter, Taler schwanzen und Schuhe machen. Ich hab keine Zeit, mit Trollen zu verhandeln. Geh zur Seite, Taler. Och nee, die waren gerade so sympathisch. Kann doch nicht wahr sein. Oh, zück dein Schwert, Mann. Sag mal. Ah, diese Dittenrabbombe und Konstruktöl. Ja. Konstruktöl, das müsste ich noch haben. Hier ist diese. Nee, die Bombe habe ich gar nicht. Okay, scheiß drauf. Ach scheiße, jetzt kann ich nicht im Kampf ausführen. Oh, wie bad. Egal. Boah. Fuck, das wird schon wieder ein Kampf, ey. Hätte ich das gewusst, Mann. Scheiße. Booster! Alter Latz. Die werfen mit Steine auf mich. Scheiße, Mann. Hätte ich das gewusst, dass ich jetzt hier gegen solche Spastis kämpfen muss, Mann. Aber was soll man machen? Jetzt musste ich mich halt irgendwie zurechtfinden hier. Teufelsbuff ist Gift. Ich glaube nicht, dass es was bringt, aber naja. Gott sei Dank, Alter. Wir sollten verschwinden. Ehrlich, du musstest sie nicht umbringen. Ja, was dann? Suchst du etwa Lehrlinge? Scheiße, die? Nicht im Traum. Mit diesen Idioten wäre das Selbstmord. Was denn dann, bitte? Die gingen doch auf mich los, Mensch. Idioten. Ja, sicher. Ich habe keine Zeit für solchen Unsinn. Bist du nur auf der Durchreise? Oder hat jemand dich beauftragt, mich zu suchen? Komm jetzt. Roche und Dijkstra. Ah, dann haben sie mich nicht vergessen. Das ist schön. Ich bin dankbar, dass du gekommen bist, Geralt. Ja. Hey, bist du eingeschlafen oder was? Komm jetzt. Ich hab's eilig hier. Eskortiere. Ja. Ich eskortiere mal. Vielleicht geht's auch ein Zansch, ja. Legen wir mal einen Zahn zu hier, du Taler.
Ich sag zu der Bitch, ich hab keine fucking Time. Außer es ist fucking Time. Kleiner Moneyboy. Kleine Moneyboy-Line an dieser Stelle. Weiß auch nicht, warum sie mir gerade durch den Kopf geht. Ist auch egal. Oh Mann, Typ, Alter. Gut, spazieren wir halt. Wohin soll ich ihn eigentlich eskortieren, Mann? Bis in die Stadt rennen, oder was? Nee, er bleibt stehen. Danke nochmal, Geralt. Ich komme ab jetzt alleine klar. Und ich werde Roche und Dijkstra berichten, wie du diese dusseligen Schwanzlutscher erledigt hast. Sie werden bestimmt so beeindruckt sein, dass sie sich in die Hosen scheißen. Bis dann, Thaler. Und viel Glück. Oh, das kann ich brauchen. Raduvid ist ein gewiefter Hund. Aber wir finden schon einen Weg. Bald wird der ganze Scheiß Norden davon reden, wie er gefickt wurde. Passt auf, dass er nicht auch über drei Attentäter spricht, die gevierteilt wurden. Keine Angst, Geralt. Wir wissen, was wir tun. Leb wohl. Ja, was? Ich dachte, wir wollen jetzt hier den Dings killen, Mann. Okay. Rückkehr in den Buckelsumpf haben wir noch, Förderung der Bildung. Ach, das war das mit der Kaira. Ja, komisch. Ich dachte, wir wollen jetzt hier den Raduvid direkt killen. Ja, jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch, ne? Ich weiß gerade gar nicht, was jetzt hier Sache ist. Zeit, eine Sekunde in mich zu gehen. Ah, jetzt! Ne, Spaß. Ja. Na gut, dann machen wir halt mal irgendwas anderes weiter. Was können wir denn noch machen? Zur Förderung der Bildung. Rückkehr in den Buckelsumpf. Ich würde ungern was Neues jetzt anfangen, da ich dann wieder kein passendes Thema finde, wenn ich zwei verschiedene Quests starte. Das gefällt mir gar nicht, deshalb mache ich jetzt am besten machen wir jetzt einen Cut. Und somit der kürzeste Part, glaube ich. Wie auch immer, Freunde, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, als nächstes denke ich mal, dass wir wieder mit Kaira uns mal treffen oder vielleicht eine Quest mit dem Baron machen, die haben wir ja auch noch offen hier. Die Rückkehr in den Buckelsumpf, dass wir mit seiner Frau irgendwie reden. Und ja, Andi, schreibt mir in die Kommentare, was du sehen willst. Zur Förderung der Bildung oder Rückkehr in den Buckelsumpf. Und ja, bis zum nächsten Teil. Haut rein. Peace.